Moin meine ganzen Schildchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. 10 gegen Willi. Und wieder mit Sebastian, Christian, Brammen und Peter. Und ich habe auch gerade schon die Reihenfolge genannt, die wir heute spielen werden. Oha, Sebastian, ich bin Letzter. Du bist das Letzte, genau. Und Sebastian ist die absolute Nummer 1 heute. Er wird heute den ersten Begriff vorgeben. 10 Begriffe wird er vorgeben zu meinem Begriff, den ich ihm gebe. Und ihr müsst natürlich erraten, welche Begriffe Sebastian sagt. Und dafür gibt es dann Punkte. Und um kleinen Spoiler zu geben, ja, am Ende gibt es noch eine Finalrunde. Habt ihr euch gewünscht in den letzten Mal in den Kommentaren? Habe ich mir was zu einfallen lassen. Ich hoffe, das gefällt euch. Das wird aber dann am Ende natürlich dann nochmal erklärt und gezeigt. Und jetzt machen wir erstmal den Standard-Way. Das heißt, Sebastian ist der Einzige, der hier bleibt. Ihr anderen verpisst. Ciao mit V. So, Sebastian, dein Begriff ist die Niederlande. Oh, Niederlande. Käse. Hä? 10 Begriffe, wie immer. Gras. Amsterdam. Die Niederlande. Ist Holland auch ein Begriff? Naja, du kannst halt machen, was du sagst. Du kannst auch meinetwegen Deutschland dazu sagen oder Usbekistan. Aber ich weiß nicht, ob die da drauf kommen. Aber klar, kannst du natürlich Holland auch sagen. Du musst halt überlegen, was die Jungs sagen. Ich sag mal Holland. Mhm. Hätte ich wahrscheinlich auch genommen. Das ist gut, ey. Renesse? Mhm. Oh, jetzt gibt es natürlich sowas wie Fla und Streus. Ich gehe mal mit Fla. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Begriffe hast du aktuell. Käse, Gras, Amsterdam, Holland, Renesse, Fla. Hast du eigentlich schon den neuen Spider-Man gesehen? Nee, leider nicht, aber ich muss unbedingt rein, weil der ist nämlich cool. Da kommen auch die Holländer drin vor und die sind halt wirklich echt komplett dumm. Ja. Die werden komplett verarscht. Weil die alle Käsköpfe sind, oder was? Ja, wirst du dann sehen. Okay, muss ich mir noch angucken. 2, 4, 6 habe ich jetzt. Fla, dann müssen wir auf jeden Fall was Richtung Fritteuse machen. Und dann gibt es ja eigentlich die Frikandel. Okay, Frikandel. Pommes? Willst du Frikandel oder Fleischrolle haben? Weil das Fleischrolle ist ja der deutsche Begriff. Frikandel ist der holländische. Nur mal so als. Ja, ich weiß. Spezial. Das ist schwierig. Ich nehme Frikandel. Komm, das müssen die schon hinkriegen. Okay. Pommes? Pommes? Wenn sie Pommes Spezial, wenn sie Pommes Spezial sagen, ist Pommes aber drin, ne? Ja. Okay. 2, 4, 6, 8 schon. Alter. Käse, Gras, Amsterdam, Holland, Renesse, Fla, Frikandel, Pommes. Königin oder Oranje Boven, also Orange vielleicht, aber Königin? Denkt man da an sowas, wenn man die Sachen so durchgeht? Meer vielleicht? Strand? Schwierig. Haben die geschichtlich noch irgendwie was? Also Kunst sind die anderen ja eh raus. Jetzt soll das auch einfach... Van Gogh. Fahrrad. Fietz. Vielleicht auch einfach generell Drogen. Boah, das ist eigentlich auch eine gute Sache, ja. Ja, Gras, Drogen, ja, Drogen. Oder Marihuana. Nee, Drogen ist ganz gut, ja. Ja, warte mal, Nutten ist ja eigentlich auch... Gut. Nutten kannst du natürlich auch nehmen. Du hast jetzt 10 aktuell. Käse, Gras, Amsterdam, ja. Holland, Renesse, Fla, Frikandel, Pommes, Fahrrad, Drogen. Oh, es gibt doch noch Es gibt doch hier noch Schokomel, warte mal. Ist Schokomel bei uns beliebter als Fla? Für mich nicht. Aber wir trinken eher Schokomel im Urlaub, als dass wir Fla fressen, ne? Ihr vielleicht. Ja, das ist richtig. Fla. Ich glaube, ich gehe mit Schokomel statt Fla. Okay. Fla weg. Schokomel rein.
Ja, komm, lass mal so. Okay, Käse, Gras, Amsterdam, Holland, Renesse, Schokomel, Frikandel, Pommes, Fahrrad, Drogen. Ja? Machen wir mal. Gut. Dann ziehen wir Christian. Christian! Hallo? Hallo? Alter, ich wollte gerade eine Diskussion mit Peter und Bram führen. Fängt das schon wieder die Leute an. Ohne Scheiß, wir haben gerade einen Punkt angesprochen, wo ich gerade ansetzen wollte die und dann höre ich deine Stimme. Die anderen Kommentare gingen darin ab, so, wir wollten die Diskussion zwischen den anderen noch mitkriegen, die nie veröffentlicht wurde. Ja, ja, aber gut, das so wird jetzt wohl auch so weiterhin bleiben. Ja, Christian, Firmen, ja, du hast 45 Sekunden Zeit, ach, so viele Begriffe zu nennen wie möglich. Darf ich viel sagen, wie ich will, ne? Muss nur ja, so viel werden, wie möchtest. Okay. Genau, und ja, dann unterstreiche ich das, genau. Der Begriff, den Sebastian bekommen hat, und die Zeit läuft dann direkt, wie ich es gesagt habe, ja, ja, ist die Niederlande. Holland, Frikandeln, Pommes, Renesse, Fritten, Gras, Drogen, Marihuana, Hüb-Holland, Oranje, Verstappen, oh Gott, da gibt's ja super viele, Robben, Niederländisch, hier Efteling, da fährt der Junge da immer hin. Was hatten wir denn da noch sonst immer hier? Nee, nicht. Wie heißt denn der Scheiß, den ihr immer esst, da mit diesem Fischquatsch? Bitterballen. Zeit ist rum. Du meinst wie hieß Kibbeling? Da? Ja, Kibbeling, oh mein Kibbeling. Gott. Gute alte Scheiße. Kibbeling. Ja, ich sag natürlich nicht, wie gut du warst. Ja, ist klar. Aber das lösen wir gleich auf. Es geht weiter mit Brummy. Erstmal aus der Diskussion ziehen. Ach, langweilig, die reden nicht mehr. Ja, redet gar nicht, Mensch. Die schweigen sich gegenseitig an, ey. Ja. Enttäuschend. Ja, weil die schon zu einem Ende der Diskussion gekommen sind, ohne dass ich das jetzt mitbekommen habe. Okay, Brammen, auch für dich. Ja. 45 Sekunden Zeit. Nenn so viele Begriffe, wie du kannst. Sebastians Begriff ist die Niederlande. Gras, Bong, Joints, Drogen, Strand, Urlaub, Renesse, Freizeitpark, die Efteling, Six Flags, Venlo, Grenze, Niederrhein, Königin, Beatrix, was gibt denn da noch alles? Essen, Frikandel, Pommes, Pommes frites, Kibbelinge. Boah. Katzen, Hund, Maus. Belgien, Nachbarland, WM, Holland. Zeit ist rum. Holland war noch innerhalb der Zeit, falls es gesagt wurde. Ja, aber wie dann letztendlich bei dir lief, sag ich dann gleich. So, Peter. Jo. Das Letzte. Du arme Sau. Du hast jetzt vielleicht ein bisschen Heimspiel. Begriffe kannst du viele nennen, wie du willst. Und Sebastians Begriff ist... Du hast 45 Sekunden Zeit natürlich, wollte ich nur noch mal kurz sagen. Und Sebastians Begriff ist die Niederlande. Holland, Niederlande, Nachbar, Fußball, Orange, Flagge, Orange Bove, Fleischrolle, Pommes, Frittesauce, Strand, Renesse, Urlaub, Wohnwagen, gelber Nummernschild, Amsterdam, Überschwemmung, Wasser, Nebenan, Nachbarn, Twistäden, Brötchen, Kiffen, Drogen, Marihuana, Coffeeshop, Trachten. Zeit ist rum. Ah, Fahrrad. Ah, ich Idiot. Ah, Fahrrad. Ganz viele Sachen vergessen. Echt, hättest du das sagen können. Gut, wir gehen mal rum, ja. Der erste Begriff, den Sebastian genannt hat und einfiel, war Käse. Ah, verdammt. Hat keiner gesagt von euch drei. Was war das? Käse, Kauder, Amsterdamer,
Emmentaler, ich habe keine Ahnung, was alles aus Holland gibt, aber keiner sagte Käse. Oh, Antje gibt es schon. Ja, das hätte man sagen können. Brammen und Christian sagten Gras. Kriegen dafür einen Punkt. Ja. Yeah. Peter sagte Amsterdam, bekommt dafür einen Punkt. Hm. Holland sagten alle, bekommen einen Punkt. Renesse sagten alle, bekommen einen Punkt. Sebastian hatte erst Fla stehen gehabt, hat keiner von euch, glaube ich, gesagt. Nee. Und Schokomel hat Sebastian aber lieber statt Fla gehabt und hat auch keiner gesagt. Verdammt. Frikandel haben gesagt, Bram und Christian, leider hat Peter Fleischrolle gesagt. Ja, leider. Darüber haben Sebastian und ich sogar noch vorher diskutiert und zu sagen so, okay, willst du lieber Fleischrolle oder die Frikandel haben? Da hat sich Sebastian für die Frikandel entschieden. Wiederum sagten alle drei Pommes. Fahrrad sagte auch keiner. Und Drogen sagten wiederum alle drei. Also ihr seid, ihr wart euch doch relativ einig, so die Standardsachen. Oranje-Boven kam ganz häufig, Orange kam, Königin auch irgendwann mal, das wurde auch mal so ein bisschen reingenommen von Sebastian. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Punkt für Christian. Gibt's 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Ja, ist okay. Für Brammen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Nehme ich. Und für Peter gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Das bedeutet, Sebastian bekommt auch aus der ersten Runde 6 Punkte, weil das der Beste war. Gut, und jetzt gehen wir in die zweite Runde. Da bleibt Christian alleine da und ihr anderen könnt euch... So, diskutiert mal. Christian! Ja? Dein Begriff ist Museum. Was? Deutsches Museum. Was fällt dir zum Museum ein? Deutsches Museum. Boah, zum Museum generell, ich war schon in einigen Museen, aber ich glaube, die einzeln zu nehmen ist nicht klug. Aber man kann ja auch irgendwie sowas Allgemeines nehmen, wie Kultur. Nationalmuseum, Kunst, ja. Bio oder Natur. Kultur ist schon ganz okay, nee, Natur. Sowas halt. Also, was möchtest du haben für Begriffe? Also, fang mal an. Kultur. Kultur. Ja? Gibt bestimmt überall ein Nationalmuseum. National. Würde mich auch nicht wundern, wenn jedes Land ein Nationalmuseum hätte. Kunst. Auch nicht sowas nehmen wie Louvre? Ja, das ist schon wieder so ein bestimmtes. Dann musst du halt schon wieder in der Region sein, weißt du? Ja, ja, ich verstehe schon. Louvre ist halt schon... Ja, das kennen viele. Ich weiß, die Chance kann auch echt hoch sein, aber wenn du halt absolut nicht an Frankreich denkst oder so, dann... Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Halt gut, ihr seid auch nicht gerade auf Käse gekommen. ja, und dabei hatten wir die Niederlande. Ja, ich weiß. Aber Gras, Drogen, Marihuana. Ja, das ist super. Ich hab Sebastian sogar noch auf Drogen gebracht, indem ich gesagt habe, willst du nicht vielleicht was Allgemeines noch nehmen wie Drogen? Ja, sieht gut an. Im Museum zahlt man auch, wenn man Student ist, Eintritt. Also Eintritt, okay. Gibt's da nicht immer so Museums... Gibt's da nicht immer so Wächter? Wie heißen die denn? Museumswärter? Museumswächter? Oh shit, das ist ja schon wieder ein Unterschied. Boah, nee, da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Verstehe, was du meinst. Wächter, Geschichte oder? Vielleicht auch. Ja, Geschichte, super. Alter Schwede. Das Problem, ich war zuletzt in einem in Wien im Museum für da war ich in der Rüstkammer. Da haben die so Rüstungen. Genau, da haben die so Rüstungen und so weiter gehabt. Ich gibt's so was. Bin ich auch ja, mal es gibt zum Beispiel auch Körperkultur und so ein Kram, weißt du? Also, es gibt für alles Museum. Ja, Körperwelten gibt. Ja. Ist auch quasi halt Museum. Auch recht bekannt. Da durften wir damals nicht hin. Von der Schule. Ja, da sieht aus. Man einen plastinierten Pimmel. Ja, nee, wir waren so eine erzbischöfliche Schule und die fanden das nicht so geil, kaputte Menschen zu gucken. Kaputt. Wie haben wir denn dann? 5.
Er ist zugegebenermaßen jetzt nicht das leichteste Thema. Ja, also das ist nichts, wo du einfach mal 73.000 Begriffe zu raushauen kannst, wo du dann von ausgehst, dass andere das auch machen. Peter wohnt noch nicht so lange in Berlin, ne? Nee. Dino? Ja, weiß ich nicht. Bilder? Dinos? Oder Gemälde? Dinosaurier? Was ist denn das für ein... Achso, so ein... Nimm mal erstmal... Boah, Bilder oder Gemälde? Gemälde. Ich war mit Sepp war ich tatsächlich zusammen im Museum im National Museum of Arts in New York. Guggenheims? Das war sehr interessant. Was ist das, Guggenheimer? Was? Nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ja das Guggenheimer Museum oder so. Da konnte man auch mal so einen Picasso sehen oder einen Chagall und es war echt witzig, weil Chagall? Ja. Also es stellen sich halt 75 Leute mit ihrem Handy vor so ein Bild, machen davon ein Foto und gehen. Und dann denke ich mir so, Alter, das Foto, das kannst du dir doch im Internet angucken. Ja, du musst das interpretieren. Ja gut, ich bin jetzt auch nicht so der Kunstmuseumsfreund, um ehrlich zu sein. Ja, aber da mal vorzustehen und dann vor allen Dingen, also die sind ja auch unterschiedlich groß, die Bilder, ne? Das kriegst du ja über Fotos und so auch nicht immer hin. Und das war halt schon interessant. Na, egal. Boah, was nehmen wir denn sonst noch? So, nehmen wir doch einfach mal Picasso, das sagt bestimmt irgendwer. Vielleicht noch Musik? Musik und Literatur haben wir eigentlich in Deutschland schon relativ gut ausgeprägt. Kann auch nehmen. Wie gesagt, ja, Mann, bei Sebastian Musik, hat ja Literatur. Die Niederlande halt auch Gras, Marihuana und Drogen hätte er nehmen können. Ne? Hätte ihm ab 3 Punkte gegeben. Ja. Wenn halt im Zweifel dir Picasso, Louvre, Mona Lisa oder sowas, ja, wobei Mona Lisa natürlich nicht von Picasso ist, aber kannst halt auch ähnliche Begriffe nehmen, sag ich jetzt mal. Ja. Also du hast jetzt Kultur, Nationalmuseum, Kunst... Eintritt, Geschichte, Gemälde, Picasso, Musik, Literatur. Ach, okay, Musik, Literatur willst du auch haben? Ja. Okay. Dann nehme ich noch... historisch? Oder Historie? Ja, das passt. Historisch ist, glaube ich, ein leichteres Wort. Ja, ist egal. Zählt beides. Das ist schwierig. Du hast jetzt 10. Ich habe jetzt 10. Also, wenn du noch was Neues haben möchtest, also beziehungsweise was raustauschen möchtest. Da habe ich jetzt so lange drüber nachgedacht. Ich glaube, das reicht. Ja? Bist du zufrieden? Ja. Okay, gut. Dann ruf mal Bram ran. So. Hallo. Hallo. So. Jetzt wird's schwerer. Okay. Jetzt musst du wirklich deliveren, Bram. Dein Begriff, oder Chris, beziehungsweise Christians Begriff, ist Museum. Museum, okay. Alt, antik, Rentner, Kinder, Schulausflug, Schule, Lehren, Universität, Archäologie. Früher, Steinzeit, Dinosaurier, T-Rex, Tyrannosaurus Rex, Eintritt, unnötig, dann Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Künstler, Kunst, Zeichnungen, Kunstwerk, Bild, Bilder, Statuen, Statue. Da ist rum. Ja, sind ja doch einige Begriffe eingefallen. So, als nächstes kommt Peter ran. Peter. Jo. Peter. Du hast jetzt auch 45 Sekunden Zeit für den Begriff Museum.
Langweilig. Insel. Nationalmuseum. Boah, Museum, Alter. Dinos. Ausstellung. Angestellte Besucher. Karte. Kopfhörer. Führung. Skulptur. Bild. Kunst. Alt. Fund. Artefakt. Ausstellung. Tor. Was? Ohr? Zeit ist rum. Tor. Was, also, Museum, Alter, hatte ich jetzt gar nicht so. Tor? Ohr? Tor, der Eingangstor. Ach so, Alter, ich hab Ohr verstanden. Was ist das? Das Ohrmuseum? Das hab ich auch noch nie gehört. Alter, geiles Ohrmuseum. Hatte ich jetzt voll rausgeworfen, hatte ich gar nichts für. Ja, das ist doch das auch mal Spannende. Nee. Gut. auf jeden Fall fand ich deinen ersten Begriff super. Museum. Langweilig. Ja gut, vielleicht wird das ja gesagt. Vielleicht doch nicht. Ja, kann ja sein. Gucken wir mal. Sebastian. Hallo. Du bist ja schon eher so der krasse Typ, ne? Ich bin ja so der krasse Typ, ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Was dir alles einfällt zu dem Begriff Museum? Museum, Reptilien, Kunst, Bilder, Mona Lisa, Führung, Ticket, Museum, staatliche Einrichtung, Kunst, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, Louvre, Museum, Dinosaurier, Ausstellung, Wanderausstellung, Geschichte, Kunstwerke, Skulpturen, Epochen, Zeitalter, was brauchst du noch immer? Da ist rum. Museum. Mein Museum war echt so krass. Wow. Ja, war cool. Wow. Kultur war Christians erster Begriff. Oh, das ist gut. Und ja, hat aber keiner gesagt. Ja. Das Problem ist, ich fand die Begriffe von den Leuten, die Leute gesagt haben, besser. Ich fand die schon teilweise nicht schlecht, wobei ich gesagt habe, Christian, Dinosaurier wolltest du nicht reinbringen und Louvre. Das ja, da habe ich über andere Sachen nachgedacht. Ich wusste ja. Du kannst ja auch den Gedankengängen immer gut folgen, zum Beispiel bei Sepp, der hat angefangen mit Kunst, Bild, Mona Lisa, Louvre. Ne? Mhm. Also wäre der nicht bei Bild und Mona Lisa gewesen, wäre der auch nicht in Louvre gegangen. Genau. Das ist natürlich verständlich, klar, ja. Natürlich. Gut, Kultur hatte auf jeden Fall keiner. Nationalmuseum hatte Peter. Kunst hatten alle. Eintritt hatte Brammen. Geschichte hatte Sepp. Gemälde hatte keiner. Aber Kunstwerk, Bild, ja. Gab's. Ja. Picasso hatte keiner. Van Gogh gab es. Da Vinci gab's. Ja. Musik hatte keiner. Literatur hatte keiner. Historie hatte keiner. Und damit haben wir einen Punktestand von krass. Jeder bekommt 2 Punkte. Oh, krass. Das war jeder. Ja, gut, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Nicht das Geilste der Welt. Ja, ich hatte auch schon gesagt, so zugegebenermaßen, Museum ist halt auch schon nicht so leicht. Ja, Ich verstehe das. Ja. Gut, aber der hat Christian heute mal den schwereren Part. Ja, war ja für alle vielleicht schwer. Genau. Ja, als nächstes ist Bram dran. Mach ich. Woo! So, Brammen. Dein Begriff ist Donald Trump. Oh, das ist cool. Präsident. Mhm. USA. Mhm. Das nehmen wir auf jeden Fall. Milliardär. Mhm. Haare. Mhm. Twitter. Was? Achso, ich habe erst Twitter verstanden. Nee, nicht Twitter. Ja, weil ich glaube, du meinst Twitter. Ich meinte Twitter. Ja, Twitter kann natürlich sein. Ja, so tief bin ich bei ihm nicht drin, aber Was?
So Reptaloid. Ja, irgendwie sowas. Der ist einer von denen. Tyrannosaurus Raurus 6, glaube ich, war das. Ja, boah, das war ein schweres Wort. Das war super. Tyrannosaurus. Tyrannosaurus 6. Also, du hast Präsident, USA, Milliardär, Haare, Twitter. Dann habe ich 6. Ich brauche 10, wa? Boah, jetzt wird's schwer. Republikaner? Boah, kommt da einer drauf über Präsident? Ja, doch, nehmen wir Republikaner nochmal kurz auf die Partei. Liste. Es ist seine Partei zumindest, ja. Boah. Skandal? Ja, Skandal, okay. Da haben wir, macht Donald Trump denn noch so? Krieg? Mexiko? Und Mauer. Oder Mauer? Krieg? Krieg willst du haben? Ja, ich nehme Krieg und Mauer. Kannst du mir er hat doch gar keinen Krieg und Mauer gemacht. Ja, ne, aber Mauer ist so sein großes Ding 1, 2, einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, du hast 9 Begriffe. 9 du hast Präsident, ich. USA, Milliardär, Haare, Twitter, Republikaner, Skandal, Krieg, Mauer. Du könntest natürlich sowas wie Hillary Clinton noch nehmen oder Obama. Vielleicht fällt das einem so ein. Oder du machst Great Again oder sowas. Oder Make America Great Again. Das ist ein Spruch. Das ist tatsächlich oder nicht schlecht. Oder Ivana, ja. Oder Ivanka? Nee, Ivanka, ich glaube, da weiß Peter zum Beispiel gar nicht mehr, wie die heißt. Deswegen nehme ich. Nee, hier. Die First Lady, wie heißt die? Ach nee, scheiße, der Begriff Melania. Ist Trump, wa? Scheiße. Ja, Donald Trump ist der Begriff. Ja, scheiße, ich wollte Trump, wollte ich das auch nehmen, aber das hilft mir nicht, wa? Oder kann man das trotzdem nehmen? Nee. Nicht, wenn Trump vorgegeben ist, dann kann er Trump. Also klar, du kannst natürlich Melania Trump nehmen. Make America sowas. Great Again finde ich aber gut. Das wird Sepp safe sagen. Okay, ja. Du hättest jetzt theoretisch 10 Stück voll. Willst du irgendwas tauschen, was ändern? Ne, die würde ich so nehmen auch. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, deine Begriffe sind Präsident, USA, Milliardär, Haare, Twitter, Republikaner, Skandal, Krieg, Mauer, Make America Great Again. Ja, das ist fein für mich. Ja, das sind 10 Begriffe. Okay, dann fangen wir an mit Peter. Zack. Peter. Ja, Stizzle Boy. Du deliverst jetzt. Gucken wir mal. Gut, 45 Sekunden Zeit. Begriff ist Donald Trump. USA, Präsident, Geld, Idiot, Macht, Trump, Trump Tower, Hotels, Business, bescheuert, Frau, Vergewaltiger, Air Force One, Russland, Affäre, Puppe, Mauer, Einwanderer, Immigranten, ausländerfeindlich, Rassist, Orange, Anzüge, nicht passende Anzüge, Melanie Trump, keine Ahnung, wie die heißt. Bleib's rum. Das ist auch geil. Bescheuert, Idiot, Spasti. Nee, keine Ahnung, hab ich nicht gesagt. Nein, okay, das hast du Vergewaltiger. Nicht. Vergewaltiger. Okay, ja, Vergewaltiger, einer. Rassist. Ja, gut. Gute Begriffe. Gute Begriffe. Ja, dann ziehen wir mal Sebastian. Sebastian. Jawohl. Was geht ab? Ja, einiges geht ab, und zwar der Begriff Donald Trump. Präsident, USA, Amerika, Freiheit, Frisur, Locke, Haare, Twitter, Trump, Fake News, Präsident, Weißes Haus, Ivanka Trump, Tochter, Russland, Affäre, Kim Jong-un, polarisierend, Mexiko, Mexikaner, Zaun, Mauer, was macht der gute Mann denn sonst noch? Scheiße, Zeit ist rum. Ja. Scheiße war noch innen drin. Also okay. Innerhalb das war, glaub ich, wichtig. Der Zeit. Ja, innen drin war die. Die Scheiße war innen drin, das ist richtig.
Gut, als nächstes kommt Christian. Ups. So, erstmal den falschen Channel ziehen. Christian. Ja. Du bist der Letzte für Brammen und der Begriff von Brammen ist Donald Trump. Präsident, Präsident der Vereinigten Staaten, POTUS, Millionär, Milliardär, Hotelkette, Businessman, Geschäftsmann, Frisur, schlechte Frisur, Rassist, Vollidiot, Lügner, was hat der vorher mal gemacht? Der war auch mal pleite, war der auch mal Schulden, Berater, wie hieß denn das noch? Twitter. Sei es rum. Twitter war nicht mehr drin. Ah, warte, doch, Twitter ist danach drin. Twitter war noch drin, Twitter war noch drin, Entschuldigung. Ist okay. Gut. Wir haben als ersten Begriff habt ihr, glaube ich, alle Präsident gesagt. Das heißt, das ist für alle ein Punkt. USA sagte nur Sebastian und Peter. Milliardär sagte Christian. Ah. Auf Haare Schiene. Sagte Sebastian. Frisur gab's. Und so. Mhm. Twitter sagten Sebastian und Christian. Republikaner sagte keiner. Hm. Skandal sagte keiner, dafür glaube ich jeder Affäre. Also mir sind auch da ein paar Begriffe noch eingefallen, die auch nicht schlecht waren. Krieg sagte keiner. Mauer sagten Peter und Sepp. Und Make America Great Again sagte auch keiner. ja, aber Russland hätte uns noch einfallen können, Bram, auf jeden Fall. Ja. Da bin ich auch nicht drauf gekommen. Ja, und ansonsten, Fake News wäre vielleicht auch gar nicht so bad gewesen. Naja, gut, Koffee auf jeden Fall. Haben wir, da habe ich drüber nachgedacht, das stimmt. Koffee wäre auch super gewesen. Wir haben also 3 Punkte für Peter. Wir haben 3 Punkte für Chris. Und wir haben 5 Punkte für Sebastian. Geil! Nämlich die 5 mit Sepp. Dann bedeutet, Bram bekommt auch 5 Punkte. Und dann gehen wir in die letzte Runde. Und da darf Peter das vorgeben. Ich kann euch aber mal kurz nochmal schon mal einen Zwischenstand geben. Aktuell haben... Oh, hoppla. Aktuell hat Sebastian 13 Punkte. Christian hat 11 Punkte. Brammen hat 13 Punkte. Und Peter hat 10 Punkte. Nee, 8 Punkte. Nee, doch 10 Punkte, Alter. Mathe Ginny J. Alter, also 13, 11 und 10. Es ist doch alles drin, vor allem durch die Finalrunde. Aber Peter, jetzt bist du erstmal dran, um was zu zeigen. Deswegen, haut ab. Jetzt nenne ich dir die smartesten Begriffe, die einfach jeder sagt, Junge. Ja, das wäre super, wenn du jetzt... Obwohl, wenn jeder 10 Punkte kriegt, wäre auch nicht so gut. Einer reicht mit 10 Punkten. Ja, aber selbst dann bin ich auf jeden Fall Letzter. Oder? Nee, wär's ja nicht, wenn jetzt zum Beispiel... Ja, stimmt. Außerdem hast du nur 3 Punkte Rückstand zum Ersten. Und in der letzten Runde gibt's ja noch, wie gesagt, diesmal die Möglichkeit, da richtig aufzuholen. Also da mal gucken, wie das läuft. Aber dein Begriff ist auf jeden Fall Geburtstag. Okay. Dann sagen wir mal... Party. Okay. Feier. Okay. Sind zwei verschiedene Begriffe, durchaus legitim. Da sagen wir... Geschenk? Geschenk auf jeden Fall. Geschenk auf jeden Fall. Ich meine, ich habe Bram auch Republikaner genannt und Make America Great Again. Weil ich dachte halt, das wird wirklich gesagt. Alter? Bram hat übrigens gesagt, dass du nicht niemals die Tochter von Dingens nennen könntest. Von Trump.
Ja, hat er recht gehabt, aber ich konnte die Mutter, die Frau nennen. Ich konnte es immer nennen. Das stimmt. Okay, also Geburtstag, Partyfeier, Alter, geschenkt. Komm, die sagen die doch auf jeden Fall. Partyfeier, Geschenk, Alter. Genau. Was passiert noch zum Geburtstag? Dann haben Torte, Kerzen. Ja. Doch. Finde ich alles nicht so geil. Ich meine, wer kriegt denn noch eine Torte? Ich meine, vielleicht wird es noch gesagt, Geburtstag, vielleicht sagt man Geburtstagstorte, Geburtstag. Kindergeburtstag. Schön, Geburtstagslied. Happy Birthday. Happy Birthday. Nehmen wir lieber Happy Birthday statt Du brauchst 10 Begriffe, ne? Ja, aber Happy Birthday finde ich nicht schlecht. Achso, Geburtstagslied habe ich gar nicht aufgeschrieben. Achso, ja, okay. Das hatte ich kurzfristig als einen Begriff gedacht. Frage mich, ob die drauf kommen, ob ich irgendwas nehmen sollte, dass Bram und ich und Domi am gleichen Tag Geburtstag haben, ob ich irgendwie das mit reinnehmen sollte, aber ich glaube, smart wird nicht. Das ist schon. Ja, nehmen wir nochmal. Machen wir erstmal voll. Nehmen noch. Hast du Torte oder Kuchen aufgeschrieben? Auch gar nichts. Schau mal, also Torte. Also, ich habe Party, Feier, Geschenk, Alter, Happy Birthday. Torte. Was sind bislang die Sachen? Torte. Kuchen. Torte, Kuchen. Haben wir denn noch nicht? Schreib mal Alkohol auf. Ah, Alkohol finde ich auch gar nicht schlecht. Singen. Wenn die übrigens feiern sagen, zählt das auch zu feier. Okay. Ja? So, damit du Bescheid weißt. Singen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bestimmt da irgendwas, was einem jetzt gerade nicht wie wäre. Schreib nochmal Kerze auf. Ich denke aber nochmal kurz drüber nach. Ich sag dir kurz einmal die Begriffe. Party, Feier, Geschenk, Alter, Happy Birthday, Torte, Kuchen, Alkohol, Singen, Kerze. Vielleicht Geld. Ja, weil sich hier, ja, Geld. Ja, man will sich immer Geld schenken lassen. Ja, richtig. Vielleicht Geld. Glückwunsch. Oder Geburtstagskarte. Nee, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch statt. Ich dachte, ich hätte 9. Nee. Dann Moment, du hast Party, Feier, Geschenk, Alter, Happy Birthday, Torte, Kuchen, Alkohol, Singen, Kerze. Statt. Das sind 10 Begriffe. Statt Singen. Statt Singen, okay. So, statt Singen willst du was haben? Glückwunsch. Glückwunsch. Oder Glückwünsche? Das ist das gleiche, oder? Ja, das passt. Ob jetzt mehr Ein- oder Mehrzahl ist. Nee, gratulieren. Okay. Statt Glückwunsch gratulieren. Ja. Okay, statt Glückwunsch gratulieren, ja, okay. Ja, sag nochmal bitte. Party, Feier, Geschenk, Alter, Happy Birthday, Torte, Kuchen, Alkohol, gratulieren, Kerze. Ist nicht verkehrt. Wenn jemand auf Torte kommt, sagt er vielleicht auch Kuchen und Kerze. Das ist halt so das ein stimmt. bisschen. Das ist der Gamble. Ja. Na gut, okay, dann gucken wir mal. Hoffen wir mal, dass wir drauf kommen. Ja, ich leg mich Sebastian fest. Sagt. Gut. Aber du hast ja genug Platz auf den Platten, ne? Ja, haben wir. Hast du genug Platz auf den Platten? Ja, das ist immer wichtig, dass wir genug Platz auf den Platten haben. Deswegen brauchen wir auch immer viele Festplatten. Ja. Sebastian, für dich geht's jetzt quasi schon so um den vorläufigen Sieg. Ja, du kannst auf jeden Fall schon mal die Weichen stellen. Peters Begriff ist Geburtstag. Party, Geburtstag.
Geburtstag, Geburtsjahr, älter werden, altern, 30. Geburtstag, feiern, Party, Freunde, Familie, Kuchen, Kaffee, Geschenke, Lego, Partyhut, saufen, trinken, spielen, treffen. Fuck, Geburtstag, was machen wir am Geburtstag noch? Geschenke, Freude, jetzt hab ich gleich, Kuchen hatte ich schon, Essen, Lieblingsessen, frei, Urlaub. Frei war noch drin. Ach, verdammt. Zeit ist aber rum. Fuck, ey, irgendwann kommst du so an den Punkt, wo du so, nichts mehr einfällt. Wo du so leer bist, dann hast du so alles rausgeballert und dann bist du so, fuck, was ist denn noch? Das ist ja das Tolle an dem Spielchen hier. Ach. Scheiße, ich krieg den Stift. Was ist das denn hier jetzt? Alter. So, bin ja heute nicht gut gefrühstückt. Hab doch heute nur 2 Mettbrötchen gefuttert. Geil. Jetzt mal den Stift hier nicht auseinander. ja, das ist ja schön, wenn man zu Hause ist. Da kannst du auch schön Zwiebeln draufknallen. Das ist das Gute daran, dass wir nicht in einem Büro sind. Ja, das meine ich ja. Christian. Hallo. Du noch Festplattenspeicherplatz? Nee. Okay, schade. Na gut. Aber vielleicht fallen ja viele Begriffe ein. Peters Begriff ist Geburtstag. Party, Geburtstagsparty, Überraschungsparty, Kuchen, einladen, Gäste, Besucher, Geburtstagslied, Geburtstagskuchen, Torte, Partyhüte, Kindergeburtstag, Topfschlagen, Luftballons, Luftschlangen, Geburtstag, mein Gott, Jahrestag, was haben wir noch, fröhlich, Glückwunsch, Glückwünsche, alles rum. Okay. Glückwünsche war auf jeden Fall noch drin. Brammen. So, die letzte in der letzten Runde quasi, bevor das Finale anfängt. Brammen. Sehr, Sebastian, sag ich schon. Peters Begriff ist Geburtstag. Ja, dann 28.3. März, mehrfach Geburtstag, Christian, Sepp, Dennis, Peter, Bram, Jay, Jonathan, Sebastian, Christian, Feier, Geburtstagstorte, Geschenke, Eltern, was gibt's denn noch? Geburtstagsfeier, Geburtstagstorte, das ist natürlich wichtig, Geburtstagskuchen, Kuchen, Sandkuchen, Geburtstagsgeschenke, Ausblasen, Eltern, Geschwister, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Cousine, Cousin, zusammensitzen, essen, Geburtstagsessen. Zusammensitzen war noch drin. Oh, ich bin gespannt, was Peter für Begriffe hatte. Bram, was pustet man eigentlich aus? Hat die Kerzen nicht? Nein. Ja, aber ausblasen. Dann hab ich die übersprungen. Das fand ich nur belastenderweise, ja. Aber gut, wir gehen bei der Reihenfolge nach. Erster Begriff war Party. Party sagten Sebastian und Christian. Feier sagten Sebastian und Brammen. Geschenk sagten Sebastian und Brammen. Christian ist genügsam, der möchte keine Geschenke für den Geburtstag. Finde ich gut. Immer dieser Kommerz. Sebastian hat Alter gesagt. Ho. Happy Birthday hat keiner gesagt. Torte haben gesagt Christian und Brammen. Kuchen sagten alle. Alkohol sagte keiner. Singen sagte, glaube ich, keiner. Glückwunsch sagte einer. Waren aber beides Begriffe, die Peter rausgeschmissen hat. Für gratulieren hat keiner gesagt hat. Ärgerlicherweise. Und Kerze, sagte keiner. Und damit haben wir Brand, der 4 Punkte bekommt. Nehm auf 17 ich. Hoch.
Dann haben wir 1, 2, 3 Punkte bei Christian, der auf 14 Punkte kommt. Dann haben wir noch Sebastian mit 1, 2, 3, 4, 5 Punkten wieder, der damit auf 18 Punkte kommt und damit die Führung übernimmt. Peter bekommt auch nochmal 5 Punkte und auf 15 Punkte. Damit haben wir einen Zwischenstand, bevor wir jetzt ins Finale gehen, von 14 Punkten Christian. Peter 15 Punkte, Brammen 17 Punkte und Sebastian 18 Punkte. Und beim Finale, wie gesagt, da hattet ihr euch das in den Kommentaren gewünscht. Da habe ich mir was zu eingefallen lassen. Denn es wurde gesagt, dass ich mir mal auch mal einen eigenen beziehungsweise eigene Begriffe habe einfallen lassen sollen. Und ich habe mir einen Begriff ausgesucht, den ich natürlich noch nicht sage. Und da werden wir das so machen, dass wir insgesamt 3 Minuten Zeit haben. Alle sind gleichzeitig im Channel in der Finalrunde und der die wenigsten Punkte hat, das wäre in dem Fall Christian, darf den ersten Begriff nennen, hat einen Begriff Zeit, den zu nennen. Danach kommt dann der zweitschlechteste, das wäre Peter mit 15 Punkten, da darf einen Begriff sagen, dann kommt Brammen, der einen Begriff sagen kann und dann Sepp, der einen Begriff sagen kann, dann geht es wieder zurück zu Christian. Halt immer einer einen Begriff, nacheinander, nacheinander. Man soll sich nicht zu viel Zeit lassen, weil das wäre Cheat. Und man hat, man bekommt pro erratenen Begriff von mir 2 Punkte. Das heißt, es ist noch alles drin, auch für Christian. Denn, sagst du direkt, ob die richtig sind oder nicht? Das, nee, sag ich nicht. Ich sag allerdings, dass wenn der Begriff schon genannt wurde und der richtig ist und man allerdings der Nächste den nochmal nennen sollte, nicht den Punkt mehr dafür bekommt. Ja. Also ich sag das am Ende, löse ich auf, was ich gesagt habe. Ich habe mir halt Gedanken dazu gemacht und dann, ja, gucken wir mal, wie es am Ende ist. Ja, ob jemand den Begriff gesagt hat oder nicht. 3 Minuten kommen daher da 45 mal 4, wenn ich das richtig gerechnet habe, 3 Minuten sind. Hast du, glaube ich. Okay, dann schmeiße ich euch einmal kurz raus, beziehungsweise ich gehe einmal kurz raus, um die Begriffe zu sagen und dann komme ich wieder rein. Okay. Das heißt, bis sofort. So. Also, ich hatte mir den Begriff Cola überlegt und zu den Begriffen, ja, ob die jetzt gut oder schlecht sind, weiß ich nicht, aber ich habe versucht, da was Vernünftiges zu machen, ist einmal Zucker, dann süß, braun, Phosphorsäure, Fanta, Zero, Getränk, Karies, Pepsi und Coca, in Klammern Cola, also Coca-Cola. Oder Coca oder irgendwie sowas, ja. Also, ne, zu Cola passt ja auch Coca, weil es Coca-Cola ist, eigentlich. Also, das sind meine 10 Begriffe. Ich zähle die nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zucker, süß, braun, Phosphorsäure, Fanta, Zero, Getränk, Karies, Pepsi, Cola. Oder Coca, besser gesagt. Coca-Cola. Okay. Da liest ja nicht gerade nur... Achso. Begriffe, also Begriffe, die Zeit läuft, sobald ich quasi den Begriff genannt habe. Christian ist der Erste, dann kommt Peter, dann kommt Brammen, dann kommt Sebastian. Und der Begriff, den ich hatte, ist Cola. Penis. 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 USA. Pepsi. Getränk. Zucker. Coca-Cola. Koffein. Coca-Cola Zero. Amerika. Diet Coke. Sprudel. Dose. Koffein. Zucker. Rot. Flasche. Zero. Weihnachtsmann. Kohlensäure. Lifestyle. Light. Cherry Coke. Süß. Kasten. Flasche. Getränk. Amerika. Präsident. Schwarz. Original. Lecker. Kokain. Kohlensäure. Wie heißt der noch? Billig-Cola. Pepsi Max. Getränkemarkt. Rot.
Vanilla Coke. Glas. Weihnachtsmann. McDonald's. Muss ich das nochmal mit Cola? Mezzomix. Weihnachten. Softdrink. Weihnachtsmann. Fanta. Trinken. Sprite. Werbung. Oh Gott, Alter. Spezi. Marketing. Deutschland. Mezzomix. Trademark. Marke. Rezept. Werbung. Aspartan. Braun. Süß. Getränk. Afrikola. Erfolg. Ungesund. USA. Gott, was hatten wir denn noch nicht? Süßungsmittel. Teuer. China. Kasten. Alter, what the fuck? Schriftart. Flüssigkeit. Pfand. Erfrischung. So, Zeit ist rum. Alter. Was für eine Schwarmintelligenz. Ich bin begeistert. Haben wir alles getroffen? War super geil. Ich weiß gar nicht, wie häufig Getränk oder Weihnachten und Weihnachtsmann Zucker, genannt wurde. Ja. Ich glaube 5000 Mal. Das ist super geil. Einer hat doch Weihnachtsmann gesagt und einer hat Weihnachten gesagt. Oder? Nee. Das war öfter. Ich glaube auch Sebastian hat zweimal hintereinander Getränk genannt. Ich ja, weil mir nichts einfiel und ich einfach so. Aufhalten okay. wollte. Okay. Ich möchte einmal sagen, ja, von den 10 Begriffen habt ihr 8 genannt. Oh. Oh, welche fehlen denn? Also, Phosphorsäure. Oh, natürlich. Phosphor. Ja, dann ist das, was halt immer die Zähne kaputt macht. Ja, ist auch okay. Und was macht die Zähne, oder was passiert, wenn die Zähne kaputt gehen? Chris Karies. Ja. Das verbinde meine ich mit Cola. Ja, das habe ich halt in dem Fall mit Cola verbunden. Ja, ist okay. Gut, jetzt gehen wir mal durch, ja? Als erstes, Zucker wurde gesagt von Sebastian, bekommt ja, damit 2 Punkte. Das war wichtig. Kommt damit auf 20 Punkte aktuell. Süß, sagte Peter als erstes, kommt damit auf 17 Punkte. Braun, sagte Peter als erstes, kommt damit auf 19 Punkte. Phosphorsäure sagte keiner. Fanta, sagte Christian als erstes, kommt damit auf 16 Punkte. Hey. Zero, sagte Bram als erstes, kommt damit auf 19 Punkte. Fuck, hab ich das wiederholt? Fuck. Getränk, sagte Christian als erstes, kommt damit auf 18 Punkte. Alter, ist das knapp. Karies sagte keiner. Wir haben noch 2 Begriffe. Es steht aktuell. Alter, Sebastian, ist das hat Sebastian hat 20, Bram und Peter haben 19 und Christian 18. Alter. Coca. Nein. Cola, sagte Christian. Kommt damit auf 20 Punkte. Und der letzte Begriff. Und damit Gewinner von 10 gegen Willi. Nein. Ist Peter mit Pepsi. Und yeah. Hat der 21 Menno. Punkte. Yeah. Pepsi ist es geworden. Und damit haben wir einen Endpunktestand von Peter 21, Christian 20, Sebastian 20 und Bram 19. Holy shit, war das ein krasses Alter. Ende. Aber das belastend. War echt eng und fand ich eigentlich echt ganz spannend, so gegen Ende. War cool. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vertan, ja. Weil ihr habt am Anfang das so rausgefeuert, das war echt krass, ja, da hinterher zu kommen. Die Penisse haben dich ganz verunsichert bestimmt. Ne? Ja, die Penisse, ich dachte, wollt ihr mich jetzt komplett verarschen und sagt ihr jetzt 3 Minuten lang Penis, ihr Ficker. Das hat mich so verunsichert, Mann. Es hat mich verunsichert, ihr war Schweine. War einer der Vorschläge. Ja. Ihr Pisser. Gut, ja, das war auf jeden Fall wieder eine Folge 10 gegen Willi. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dieser kleinen Peter. Änderung. Danke. Peter hat gewonnen. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.